Wir laden mal die Ausdauer auf. Und sein Stuff auch noch. So. Dann nehmen wir das Ding auf. Oh. So, Suttlingskern weg. Dann das hier aufsammeln. Und Richtung Fragezeichen, das war da ungefähr. Der greift uns auch gleich an, ne? Jo. Schleppen wir uns mal kurz hoch, schmeißen das hier hin. Nehmen die Kohle noch mit. So viel Zeit muss sein. Wenn uns schon so viel Kohle geschenkt wird, sollten wir sie auch aufsammeln. Oh, das war jetzt nicht so smart. So. Und aufsammeln. Es war irgendwo da oder hier. Irgendwo hinter einem Hügel. Gar nicht so weit weg. Deswegen schleppe ich mich überhaupt erst rüber. Weil ich will jetzt nicht mullen. Schon klar, das dauert für euch nicht lang. Für mich aber. Und wenn wir gemullt haben, sind wir nicht mehr gut ausgeruht. Ne? Wir verlieren ja immer den Buff. Und entsprechend möchte ich das gerne sinnvoller, strukturierter machen. Da ist er doch. Wusste ich's doch. So viel Ausdauer brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, das reicht schon. Wir müssen sie ja nur in die Nähe werfen. Da kommen schon die Heslons. So. Und das schmeiße ich hier hin. Cole. Na, bleib stehen. So. Sehr gut. Dann den noch abkloppen, das mitnehmen und mullen. Haben wir es fast genauso gemacht wie letztes Mal, ne? Oder? Drei Dinger. Also wir haben zuerst zwei Dinger abgebaut, dann gemullt. Dann nochmal drei Dinger abgebaut und nochmal gemullt. Genauso wie jetzt. So. Weiß man natürlich schon, wann das neue Update kommt. Das Aschenlande-Update, das dauert noch ewig bestimmt, ne? Wenn ich überlege, wie lange wir auf Mistlands gewartet haben. Kann ich mir gut vorstellen. So, wir mullen eben. So, da sind wir. Und ich schmeiß hier alles mit auf den Haufen drauf. So. Und das hier auch. Ah ne, die Suttlingskerne brauche ich. Halt! Nicht Suttlingstrophäe, die Suttlingskerne. Zwei Stück für unser Portal. Nämlich. So. Und den Stein ganz ehrlich. Hier. Tschüss. So, und zurückloggen. So, da sind wir. Und das gleiche Prozedere wie eben. Damit wir gut ausgeruht sind. Asche. Und hindurch. Sehr gut, dann hinaufgerannt. Es ist noch nicht Abend, ne? Ich glaube, oder? Können wir schon schlafen gehen? Wenn ja, dann gehe ich schlafen. Oh, ist das geil! Ich freue mich so jedes Mal, wenn ich das sehe. Mit den Floatlands. So, gute Nacht. Wir können padden, Gott sei Dank. Guten Morgen und gar nicht lang schnacken, sofort wieder runter und weitergemacht. So, Asche, hier lang. Sehr gut. Portal weg, das Ding weg und eine letzte Tour machen wir noch, wa? Noch so drei Kerne oder so. Ich gehe mal hier lang, weil hier eine Lücke ist. Ah ja, das Fragezeichen kann ich entfernen. Und dann gehe ich mal hier kurz über diesen Hügel. Nö, nischt. Absolut ja nischt. Gut. Zack, haben wir das auch entdeckt. Gehe ich mal hier so lang. Oh, wir können gleich Aktiv wieder anmachen. Das ist höchst erfreulich, das mache ich sofort. 30 Sekunden noch. Hier gehe ich mal am Fluss entlang.
damit er auch auf der Minimap eingetragen ist. Also keine Ahnung wozu. Mache ich einfach mal so. Ah, Fischies. Aha, was haben wir denn da? Ein Core. Aber ich würde ganz gerne auf dieser Seite bleiben. Oh, da spawnen die ganze Zeit Viecher im Wasser und sterben sofort. Bringt uns aber nichts, weil wir ja an deren Sachen leider nicht rankommen. Aha, ein Kern, perfekt. So, Leute. So. Ah, da ist noch einer. Und tschüss. Magienahrung. Die erste Magienahrung hört gleich auf, aber wir haben noch die andere. Warte mal. Dauer 25. Dauer 30. Die hier ist zwar... Die ist nicht nur die bessere vom Eiter her, sondern sie dauert auch 5 Minuten länger. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Interessant. Gut. Aber momentan brauchen wir es nicht. Das hier brauchen wir. Gut Ausdauer. So. Da sehe ich noch einen Kern rechts. Da hinten rechts. Hervorragend. Da gehen wir gleich hin. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir zwei abgebaut haben, noch nicht überladen sind. Ich glaube aber nicht. Na, obwohl. Ich glaube, wir waren bisher immer überladen, ne? Hm. Wo hatten wir eigentlich den Stein her, frage ich mich. Kann das von, weil wir hier ein bisschen weggebuddelt haben? Ja, ne? Ja, ja. Komm. Klappe. So. Her damit. Doch, wir haben jetzt auch Stein. Sammeln wir manchmal Stein auf? Ja. Ah, wenn wir die abbauen, kriegen wir auch manchmal Stein. Oder kommen wir auf den Boden? Nee, kommen wir nicht. Da, ein Stein hinzugefügt. Tatsächlich. Oh, Alter. Stirb. Und du auch. Für das bisschen, mit dem bisschen Mana, das wir noch haben. Warte mal kurz, wo war denn der andere? Shit. Da hinten, ne? Nix wie hin da. Und die da lasse ich mal kurz. Weil ich will nicht, dass wir gleich überladen sind, wenn wir den abgebaut haben. Ich sehe es aber schon kommen. Oh. So. Und du auch noch. Und jetzt gucke ich erstmal, wo die anderen, wo andere Suttlingskerne, Dingenskerne sind. Flammenkerne. Hier über dem Hügel zum Beispiel. Nee. Ich gehe mal hier oben auf den Hügel drauf. Ist hier irgendwo einer in der Nähe? Da hinten ist einer. Hm. Dann nehme ich erst den und schleppe mich hier rüber. Und hier baue ich dann auch die Base. Die Nebellandebase. Aschenlandebase, meine ich. So. Wir können auch die Tür wieder anmachen, ne? Hui. Ja, ist ja gut, Jungs. So. Dann müssen wir kurz warten, bis unser Mana aufgeladen ist. Weil ich habe jetzt keinen Bock, nochmal neue Magienahrung aufzunehmen. Nein, Kohle, bleib hier. Müssen wir aber, ne? Das schaffen wir nicht in 2 Minuten, das abzubauen und uns rüber zu schleppen. Niemals. Na gut. Ach so, okay. Ich denke immer, wir werden angegriffen, aber das sind einfach nur Sterbende, weil sie im Wasser spawnen. Hier sollte man sich einen Surtling-Spawner machen, oder? Das, was wir mal gemacht hatten im Sumpf.
Hier kann man doch einen richtig geilen Spot finden, bestimmt. Naja, gut. Wenn wir das alles aufsammeln und den Stein wegwerfen, sind wir dann vielleicht nicht überladen. Ach, Quatsch. Niemals. Alter. Lass mich in Ruhe. So. Steine weg. Kohle mitnehmen. Suttlingskerne weg. Oh. Apropos. Ich habe gerade weggeworfen, obwohl wir davon noch ein paar brauchen. So, damit ich weiß, was alles abgebaut ist. So, jetzt ist alles abgebaut. Stein weg. Einen Suttlingskern brauchen wir noch. Moment. Nehme ich mal den. Und dann gehen wir... Scheiße, das weiß ich nicht mehr, wo es war. Da so, ne? Hat sich ja richtig gelohnt, Eiktür zu benutzen. Das wäre irgendwie cool, wenn man überladen ist, sinkt. Also, dass man dann nicht mehr schwimmen kann. Wäre ja irgendwie realistisch, ne? Wenn man so schwer ist, dass man sich selber nicht mehr halten kann. Wäre vielleicht ein bisschen zu realistisch. Oh, Gott sei Dank, es rollt nicht runter. Wo war der? Der andere Kern. Dahinter, ne? Wir waren da oben und haben nach da geguckt, glaube ich. Na komm. Hä? Wozu habe ich denn Ausdauertränke mitgenommen, wenn ich sie nicht benutze? Ich... Narr! Bin ich schon wieder überall, außer bei der Sache. So, Moment. Hey, was mache ich denn? Ja, ja, Alter. Komm. Du hältst die Klappe. Und du. Und dann gibst du mir deinen Stoven. Und dann nehme ich das Flammenkern-Dingens und schlepp mich weiter voran. Wo war das? Da. Da habe ich es gesehen. Perfekt. Und dann ist das der letzte Flammenkern für heute. Und dann würde ich da auch ein Portal bauen. Und dann wäre das unsere neue Base. Dann können wir immer so ein, also Stück für Stück uns weiter vortasten. Weil hier ist ja in der Umgebung alles an Kernen abgebaut. Also natürlich, ich habe hier bestimmt welche übersehen, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Die Aschenlande sind groß genug, weil der komplette südliche Teil, das alles hier, ist Aschenland. Na, ich glaube, das geht sogar hier hoch. So ein Mond, mondförmig. Alter! Du willst sterben, ne? Du willst sterben. Na gut. Dann tue ich dir den Gefallen. Komm. Gerne doch. Und ich guck mal kurz da. Ja, da sieht man's. So. Und ich hoffe, das schaffen wir jetzt in einem Rutsch und müssen das nicht nochmal abwerfen. Bestimmt. Und bestimmt, wenn wir das abbauen, kommt der da auch in die Nähe. Na los. Ja, immerhin habe ich einen Trank. Den trinke ich, sobald wir bei Null sind. Hä? Hä? Wo sind denn die ganzen Suttlinge? Normalerweise sind doch hier richtig viele Suttlinge drum. Da stand ich auf dem Hügel. Warum sind hier keine Suttlinge? I don't get it. Aber gut, wie auch immer. Weg damit. Oh, eigentlich will ich noch einen abbauen, ehrlich gesagt. Das macht voll süchtig, die abzubauen. Weil ich weiß, dass die später richtig, richtig wertvoll sind. Das wird ja das neue Erz, ne, im neuen Update, wie gesagt. Und bis dahin will ich richtig, richtig viel davon haben. Weil dann müssen die anderen grinden und wir sind gut vorbereitet. So. Ja, ja, komm. Dann bekämpfen wir den Berg. Sehr gut. Zum Glück trifft er uns nicht. Ich schmeiß mal Stein weg. Schmeiß das Flammenkernerz auf einen Haufen. So. Und kümmere mich mal um die. Ciao.
Und ciao. Sind die gerade alle respawned? Die, die ich gerade vermisst habe, sind die respawned? Nee, ne? Komm, weißt du was? Ich suche mal noch einen Kern. Bitte lass eine hier in der Nähe sein. Verdammt! Hier hinter vielleicht. Hier so. Da ist einer. Ja, komm, den holen wir uns doch. Tut mir leid, ich kann nicht widerstehen. Also holen wir uns das auch noch. Und damit das hier nicht despawnt, nehme ich es natürlich sorgsam mit. Ausdauer. Und wir haben auch noch einen Ausdauertrank. Da war richtig, ne? Moment. Ja, da sehe ich's. Hier lang. Perfekt. Ausdauerbalken ist auch riesig, sodass wir, wenn wir den Trank nehmen, es auch nicht wasted ist. Deswegen warten wir schön, bis es auf Null ist und trinken ihn dann erst. So, und zack. Und du stirbst. Dein Stuff nehme ich auch noch mit. Aber nur die Coal. Der hat kein Wirtlings-Ding jetzt gedroppt. Ich dachte, die droppen das immer. Wohl nicht. So, dann schleppen wir uns hier rüber. Ja, aber hier ist natürlich ärgerlich. Hier kann ich es mir nicht leisten, in der Mitte zu hängen. Da muss ich was wegschmeißen und das sinkt. Deswegen schmeiße ich das mal hier hin. Lade auf. Halt. Ich gehe sogar noch näher an die Küste. So. Zack. Da spawnen sie alle. Aufsammeln und rüber. Die werden das bestimmt jetzt schon beballern, während wir noch nicht ganz drüben sind. Oh. Kann es sein, dass überladen schwimmen extrem die Ausdauer saugt? Kommt mir gerade so vor. Sieht ganz danach aus, ne? Oh oh. Oh, Gott sei Dank rollt es nicht weg. So, ich leg's mal hier hin. Oh, da lebt ja noch einer. Drei ist. So, mein Freund. Fadenkreuz von dem Ding, ne? Da. Wo ich hinziele und wo ich hinschieße. Oh Mann. Na gut, wie auch immer. Wo können wir denn mal... Oh, da ist noch ein Flammenkern. Oh, ich bin so greedy. Es tut mir leid. Den müssen wir auch noch abbauen. Eigentlich tut es mir überhaupt nicht leid. Das macht gerade voll Spaß, ehrlich gesagt. Ich hoffe, euch auch. Weil dann haben wir richtig, richtig schön viel Flammenkernerz und können das schon mal einschmelzen. So. 7. Und weiter gebuddelt. Hätte ich die eintragen sollen, bevor ich sie abbaue? Nee, oder? Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist null, dass das respawnt. Gehe ich mal von aus. Oh, was ist denn hier los, Alter? Sudlingsparty! Hä? Das meine ich. Was ist das für ein... Was ist das denn? Mit diesem Fadenkreuz, Alter. So. Und du auch noch. Gut. Mit dem tragen wir zu viel. Wir brauchen aber einen Surtlingskern. Ich schmeiß mal das hier kurz weg. Nehme den einen Surtlingskern da auf. Weil wir brauchen zwei. Moment, ich mache das mal so, damit ich dann weiß, dass das so sortiert ist. Genauso wie das. Die 10 Holz brauchen wir auch. Für eine Workbench nämlich. So.
Und das hier hinten natürlich ebenfalls mitnehmen, bevor es despawnt. Und es kann sein, dass genau wenn die Ausdauer leer ist, wir exakt den Trank trinken können. Wo war das da, ne? Ah, da. Ah, sehr gut. Schön maximal effizient gearbeitet. So will ich das sehen. So. Weg damit. Dann kümmern wir uns mal erst um die, oder? So. Das kann eigentlich liegen bleiben. Ich buddel mal hier. Ja. Und als letztes, also dann mull ich den Stuff rüber und baue dann da oben irgendwo... Oh. Dachte ich mir, dass er uns nicht in Ruhe lässt. Dann baue ich da oben irgendwo auf der höchsten Stelle ein Portal, ne? Würde ich sagen. Da, die kommen echt in unsere Richtung, wenn wir die abbauen. Das hatte ich schon mal vermutet. Aber der Verdacht verdichtet sich immer mehr, dass ich recht habe. So, da ist noch Coal. Und da ist nochmal Coal. Alter! Der Effekt nervt mehr. Also dieses Feuer, das hier dann so komisch brennt. Das nervt mehr, als dass es wirklich einen Schaden macht. Das Nerven ist der Schaden. So, drei weg. Und dann lieber die Kohle mitnehmen. Habe ich alles, ne? Ja. Kann ich jetzt dann? Darf ich jetzt, ja? Dankeschön. Und sie kommen wieder angerannt, wetten? Der da zum Beispiel. Nee, der hat kein Interesse an uns. Alter. So, so. Na komm. Na komm, komm her, hm? Und du auch. Und da ist auch noch einer. Der hat ebenfalls Bock drauf. Das sammle ich kurz auf, weil ich Angst habe, dass es despawnt. Und schmeiß es nochmal hin. So. Alter, das ist doch nicht wahr. Na gut, was beschwere ich mich? Ich will ja Kohle haben. Und die sind ja nun wirklich keine schweren Feinde, ne? Oh. Halt, hier geblieben. Sehr gut. Richtig fette Ausbeute. Sehr, sehr, sehr gut. So. Und so. Oh, einer ist da noch. Sehr gut. Steine weg. Das hier alles aufsammeln. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und dann noch den hier, den da unten. Und dann mullen. Wie viel haben wir eigentlich? 35. Ja, moin. Gut. Muss ich gar nicht, dass man... dass das Menü dann auch stehen bleibt. Okay, wie auch immer. Wir mullen mal eben. Den können wir auch gleich töten. Sehr gut. Dann schmeißen wir das mal alles dazu. Oh. Warte mal, wenn ich alles aufsammeln würde, passt das überhaupt ins Inventar? Nee, ne? Ach, wegen der drei Sachen. Die haben wir ja gleich nicht mehr im Inventar. Gut. Dann schmeiße ich alles hier hin. Alter. Wie viel von dem Erz wir gefunden haben. Höchst erfreulich. Gut. Umloggen. Perfekt. Oh, da laufen sie gerade weg. Warum auch immer. Wahrscheinlich laufen sie da hin, wo sie gespawnt sind, ne? So. Du stirbst. Und ihr sterbt ebenfalls. Ciao. Und. Ciao. Alter, dass sie immer so rumkreischen. Da oben auf dem Berg will ich meine Base bauen. Ist doch wunderschön. Oh, wir sind nicht gut ausgeruht und aktiv können wir auch nicht. So.
Perfekt. Da hat man noch eine gute Aussicht in alle Richtungen. Ist ja schon fast Gebirge. Sieht doch auf der Map so aus, ne? Als ob hier ein Gebirge ist. Hier oben drauf. Tschüss. Dann, huch, oh, ich habe mal aus Sauertrank getrunken. Das war närrisch, aber egal. Zack. Verschiedenes. Portal. Und dann schön hier oben drauf. So. Asche. Das hier noch mitnehmen. Und ich würde sagen, das war's. Hindurch. Hervorragend. Dann hinunter. Boah, Alter. Da war noch die Glut von dem Ascheland. Sieht aus, als ob die Welt hier brennt. Das ist natürlich gefährlich. Wir haben Magie-Stuff. Kohle. Die bringe ich mal direkt nach unten und dann mullen wir auch den anderen Stuff rüber, bevor wir uns ausruhen. Da erstmal die Kohle rein. Die Surtlingskerne, verdammt. Ich habe Angst, dass wir nicht genug Platz haben. Ich glaube aber, das reicht. Ich mache mal so und so. Und umloggen. Perfekt. Alles aufsammeln. Und wir kriegen alles mit. Oh. Das nenne ich eine fette Ausbeute. Und zurück. Hier sind wir. Und da schmeiße ich sogar direkt rein. Und hier auch. Immer rein damit. Na komm. Da ein. Und da ein. Und den Rest hier rein. Die Erze. Top. Die Kohle. Alter. Nice. Und den Stuff wieder aufsammeln. Sehr gut. Und dann gehen wir mal hoch. Wir können außerdem mal kurz auf unserer To-Do-Liste. Spawn-Umgebung. Wir haben jetzt die Türme. Wir haben einen Turm immerhin. Siegbug, Lagerbug, Speicher, Logs, Spawn-Umgebung. Yggdrasil-Harz, Ketten. Hm. Ja. Gut. Dann soll das erstmal das soweit gewesen sein. Und ich pack mal kurz die Tränke weg. Sehr gut. Und wir gehen nochmal kurz in die Mistlands. Hervorragend. Wie viel sind's? 10. Und nochmal 10. Nice. So will ich das haben. Können wir echt mal ein bisschen häufiger herkommen, oder? Obwohl, nee, andererseits, dann sind ja die immer leer, ne? Oh, schnell weg hier. So, hervorragend. Das schmeiße ich noch kurz unten in die Kiste rein. Bei Magie. Zack. Boah. Da können wir mal wieder ein bisschen kochen, auf jeden Fall. Oh, Eier. Sehr gut. Hör, war das gerade warm? Stopp. Wird das auch von denen gewärmt? Ist kalt, ne? Gut. Oder hätte ich ein bisschen länger warten müssen? Egal, wie auch immer. Wir gehen hinauf. Und tatsächlich würde ich dann die Aufnahme auch wieder fürs Erste beenden. Wir haben ordentlich was geschafft. Und mit diesen fliegenden Inseln wurde jetzt auch ein neues Zeitalter eingeläutet. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Hypergut sozusagen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Abonnieren nicht vergessen und unbedingt Familienmitgliedern und Kollegen erzählen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.